Ah, hallo zusammen, YouTuber, und da bin ich auch schon wieder. Ja, wie ihr seht, bin ich hier in meinem Büro, also sozusagen in meinem Ex-Kernel-Bereich, ne, den ich ja jetzt übers Wochenende endgültig aufräumen wollte. Und jetzt zeige ich euch das. Trara, es ist geglückt. Also, Tisch, also ganze Schrank komplett aufgeräumt. Das hatte ich euch ja, glaube ich, schon gezeigt, dass ich soweit gediehen war. Aber jetzt kommt's hier, die ganze Kürmelecke mit dem ganzen Elektromüll, sage ich jetzt mal. Die habe ich jetzt also auch mal endlich geschafft. Ja, gut, also das müsst ihr euch jetzt wegdenken hier, das Körbchen. Da ist nämlich mir übers Wochenende tatsächlich das Ding hier oben abgeknallt. Das hängt ja normalerweise an meinem Wäscheständer sozusagen. Da muss nachher noch los und gucken, ob ich eins kriege. Das ist total lästig, wenn man das nicht hat. Ja, aber das soll es ja jetzt nicht das Thema sein, ne, sondern hier, was ich hier aufgeräumt habe. Also die beiden Boxen, die hatte ich im Prinzip schon. Da sind zum einen meine Unterlagen drin über, ja, das ist alte, oder besser gesagt, die Bedienungsanleitungen, die ich gerade noch habe. Also sprich, da sind ja öfter mal welche dabei von Geräten, die dann wegfliegen. Das habe ich jetzt auch noch ausgemistet sozusagen. Und hier sind so meine verschiedenen Sachen drin, die gehen vorwiegend über Sportgeräte und verschiedene Sportsachen und so weiter. Ja, dann danach kommt mir so meine ganze Fotoecke. Da hatte ich so verschiedene Ordnungssysteme mal eingeführt. Also ich hatte im Prinzip angefangen mit diesen Mappen sozusagen hier, diesen Fotoordnern, ne? Aber ich meine, wie man hier schon leicht sieht, in 0, nix hat man da Massen von Zeug angesammelt, das dann natürlich schwierig unterzubringen ist. Danach bin ich dann also dazu übergegangen, das sozusagen in so einem Kistchen hier, Mensch, schwerer als gedacht, in so einem Kistchen hier aufzubewahren, ne? So, die verschiedenen Fotos aus den verschiedenen Jahren. Also im Prinzip keine schlechte Idee, aber natürlich auch so ein bisschen aufwendig, ne? Ja, klar, könnt ihr euch ja denken, inzwischen habe ich das meiste eigentlich digital und mache nur noch relativ selten Abzüge, ne? So, und dann das ist ja dieses neue Gartenkistchen hier. Das steht dann hier also auch. Da sind die Samendinger drin. So, da würde ich mal sagen, das ist doch schon mal eine ganz gute Ordnung. Okay, ja, also damit ihr dann auch mal den Unterschied seht, ne, habe ich ja ganz vergessen noch zu sagen. Ich hänge euch jetzt noch einen kleinen Clip dran. Da hatte ich am Freitag noch geschossen, wie es vorher aussah. Ne? Dann könnt ihr mal gucken, was wir hier an dieser Stelle schon mal geleistet hatten. Ich meine, wir haben dahingehend Glück, dass wir jeden Samstag Elektroschrott wegbringen können. Ne? Da waren wir also relativ frei da drin, wann wir es machen. Ne? Ich meine, bei manchen Sachen, da ist das ja nur alle paar Wochen, paar Monate oder sonst was. Gut, dann guckt euch das mal an. Ne? So sieht das ganze Chaos heute am Freitag noch aus. Ein Wäschekorb voll mit alten Kabeln und sonst welchen kleineren Gerätschaften hier, ne? Alte Modems und so weiter und so fort. Und natürlich diese ganzen alten PCs, Drucker, Monitor und so weiter. Ja, das muss noch weg. So, jetzt wollen wir noch in den Garten rausgehen. Und ja, da mache ich es jetzt umgekehrt. Da zeige ich euch erstmal, wie es vorher ausgesehen hat. Und danach eben, wie wir das jetzt gestaltet haben. Okay, also kommt jetzt als erstes mal der Clip von der Ecke, wo die Heidelbeeren standen, muss ich jetzt schon mal sagen. Und ja, dann könnt ihr euch das ja mal angucken. So sieht diese Gartenecke also am Freitag noch aus. Eigentlich hatte ich hier jede Menge Himbeeren gepflanzt, auch verschiedene Sorten. Aber da tut sich inzwischen nicht mehr viel. Ja, einzelne Stangen stehen noch, aber die Ernte ist sowieso immer absolut gering.
Ich meine, ich hatte mir ziemliche Mühe gemacht, hatte hier das Gerüst aufgebaut und so. Was da noch grün ist, ist die Waldrebe, die da total reingewuchert ist. Ja, und jetzt will ich das also alles rausreißen und Blaubeeren reinmachen. Blaubeeren wachsen bei uns extrem gut. Kann ich euch hier mal zeigen. Das ist hier meine Ecke mit Blaubeeren. Gucken wir, dass wir hier noch irgendwas sehen. Also dieser ganze Strauch hier ist relativ hoch, ne? Das ist also eine Blaubeere. Da sind auch schon Blüten wieder dran, hier diese Dinger. Der trägt an sich ganz gut. Dauert zwar so ein bisschen, bis der so groß ist, aber das lohnt sich schon. So, angekommen im Garten. So richtig wahnsinnig gemütlich ist es momentan nicht. Es hat schon, ist schon leicht am Nieselregnen. Aber ich will den Clip jetzt unbedingt noch abdrehen, weil das soll im Laufe des Tages immer mehr regnen. Dann schaffe ich das ja gar nicht mehr. Also, dann zeige ich euch jetzt mal, was wir denn nun tatsächlich geschafft haben übers Wochenende. Und zwar sieht das Ganze jetzt nämlich hier so aus. Ja, das sind die Gerüste. Ja, da sieht man jetzt natürlich viel mehr, weil nämlich diese Kletterpflanze hier, die hier schon überall rüber gewuchert war und auch schon teilweise in dem Bereich mit dem mit diesen Sträuchern da rein, na, mit diesen da reingewachsen war, also sozusagen schon alle Tentakel da wieder rausgezogen. Dann natürlich hier die ganzen alten Himbeeren, die nicht mehr besonders getragen haben, rausgegraben. Dann habe ich sozusagen hier in diesem ganzen Bereich hier einen breiteren Graben gegraben, weil diese Blaubeeren, die wir da jetzt gepflanzt haben, die brauchen Rhododendron-Erde, also so einen etwas sauren Boden, sonst werden die nicht so richtig was. Und ja, dann die Rhododendron-Erde eingefüllt, dann eben diese Blaubeeren. Das sind übrigens drei verschiedene Sorten. Diese erste hier, die heißt, glaube ich, Blue Crop. Die soll so mittelhoch werden, so 1,20 Meter. Dann diese hier, die heißt Reka. Die wird die größte davon. Die soll so 1,70 Meter werden. Und Legacy ist die letzte hier. Die bleibt kleiner, die soll nur so 0,5 Meter hoch werden. Also die sind schon anders als so, ja, so Waldheidelbeeren bei uns. Das sind ja eigentlich nur kleine Büsche. Die sind gekreuzt mit irgendwelchen amerikanischen Sorten. Und das wären dann schon relativ große Büsche. Und das stimmt auch. Ich hatte euch ja vorher den anderen gezeigt. Kann ich ja eben auch nochmal machen hier. Ne? Das hier, das ist, ja, habe ich jetzt den Namen vergessen, wie die Sorte heißt. Also da ist auf jeden Fall eine Sorte dabei, die ist auch Blue Crop und ein Busch, ja, mir das jetzt Hardy Blue, genau. Der Hardy Blue, der soll auch ziemlich hoch werden und wie man sieht, ich meine, der geht ja bis da oben, ne? Dieses ganze Ding hier, also ist schon so, oh, 1,70 ist der schon hoch, ne? Also das stimmt. Und der blüht übrigens auch schon ganz gut, ne? Und genau. Ich esse übrigens unglaublich gerne Blaubeeren, deswegen lohnt sich das auch so richtig für mich. Und also, genau, so soll das Ganze jetzt natürlich hier auch werden. Wie man sieht, sind die auch schon teilweise am Blühen. Also, da sollte dem Blaubeergenuss nichts im Weg stehen. Ja, ich habe übrigens, ach so, genau, dann habe ich noch gemulcht. Ist ja klar, ne, was man hier unten so sieht. Das dient nicht nur zur Unkrautabwehr, sondern das sind halt so Waldpflanzen, die mögen das sowieso ganz gerne, wenn die eine Mulchdecke haben. Ja, das Gerüst mit den Drähten hier, die sehen, ja genau, das habe ich stehen lassen, also auch die Drähte lasse ich, weil Blaubeeren muss man auf jeden Fall abdecken, weil, also mit Netzen, wenn die Blaubeeren dran sind, ne, weil die werden sonst komplett von Vögeln weggefressen, das hat dann gar keinen Wert. Okay, das war unsere Blaubeerecke, aber nein, es ist immer noch nicht fertig. Ich hatte ja noch meine Knallerbsengedöns zu pflanzen am Abhang
Und da würde ich sagen, okay, dann zeige ich euch jetzt erstmal, wie der Abhang vorher ausgesehen hat. So sieht der Bereich jetzt am Freitag aktuell aus. Dieser Abhangsbereich, wo da hinten die Heckenrose stand. Das ist natürlich hier alles beschattet gewesen. Wir haben ja noch ein bisschen auch noch ausgelichtet ansonsten. Und inzwischen sind ja diese Sträucher da eingepflanzt von mir. Das sind Ableger. Die hatte ich hier einfach noch im Garten von den größeren Büschen stehen. Das ist also Kirschlorbeer. So, und jetzt will ich jetzt auf diese zweite Ebene hier sozusagen, also so ungefähr da und da, die Knallerbsen hinmachen. Ich habe das schon in der Mitte, genau, gucken, ob wir das einfangen können. Genau, da habe ich schon einen weiteren Ableger hingemacht. Das ist so ein großer buschiger Liguster, der wächst hier auch einfach wild. Der sieht schon mal ganz gut aus, könnte da anwachsen. Und da versuche ich das halt auch noch mit den Knallerbsen. Ja, und rara, viel Unterschied sieht man jetzt natürlich auf den ersten Blick nicht, aber es war trotzdem ein Mordsaufwand. So, ich zeige euch jetzt mal die Stellen, wo ich die Knallerbsen reingesetzt habe. Ja, da habe ich mal eine hingesetzt, ne? So, etwas da drüber, da. Da habe ich einen Ableger von meinem Goldregen hingemacht. Und hier ist, ja, das ist mir jetzt ganz schlecht, weil da noch andere Blätter davor sind. Ja, gut, okay, aber auf jeden Fall hier, ups, Moment, genau, hier sieht man es da, ne? Da ist die andere Knallerbse. Ja, das Ganze sieht jetzt natürlich überhaupt mal gar nicht mal so schwierig aus, aber es ist schon so mehr oder weniger, ja, gemsenartig steht man dann halt im Abhang und versucht da in die relativ harte Erde ein Loch einzugraben. Ja, aber da bin ich inzwischen Experte. Ich hatte ja inzwischen auch meinen etwas schmaleren Drainagespaten, da war der mal wieder super dafür. Ja, ach so, ich kann euch eben noch zeigen, meinen Apfelbaum hier, der ist knallvoll mit Blüten. Gucken wir mal, fahren wir mal ein bisschen ran. Genau. Jetzt müsst ihr den nur noch scharf stellen. Ja, so sieht der halt überall aus. Der ganze Baum ist voller Blüten. Ne? Also das ist schon mal nicht schlecht. Wenn da nichts schief geht, da haben wir da bestimmt eine Mordsernte von bestimmt 30, 40 Kilo. Kommt da zum Schluss wieder raus. Er ist ja auch nicht so klein, der Baum. Okay, es wird hier aber wirklich immer ungemütlicher, ne? Dass der Regen, ich habe eben schon einen blöden Tropfen abgekriegt. Also so einen dicken Tropfen, ne? Irgendwo vom Baum gefallen, aber egal, jetzt nicht jammern. Ich würde sagen, ja genau, ich will auch losfahren. Ich will noch einen FMA drehen von heute. Und ja, würde ich sagen, dann soll es für diesmal gewesen sein. Natürlich hoffe ich, dass euch das jetzt auch wieder mal Spaß gemacht hat. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.